Hallo und herzlich willkommen zum Nest entleeren. Also ich meine im Nerdzeitalter. Die nächste Mission hier bei große Kampfroboter, die vom Sven und Markus immer wieder zu Schrott gefahren werden, ist das Nest entleeren. Die Bevölkerung von Bremond 7 steht kurz vor einem Aufstand gegen die lokale Regierung. Wir haben gelernt, dass der Zielort der Ort ist, an dem sie ihre unabhängigen Verbündeten treffen. Reise dorthin und brenn es nieder! Erinnert diese Verräter daran, dass eine solche offene Untreue nicht toleriert werden kann. Und damit begrüße ich den Markus, der den Geruch vom Napalm am Morgen am liebsten hat. Dabei habe ich gar keinen Flammenwerfer im Weg, aber Hallöchen und grüßt euch. Naja, du könntest auch nochmal umstellen. Bloß nicht. Ja, wir kriegen auch noch einen Firestarter fertig. Nein. Okay. Nein. Also, einfach nein. Einfach nein. Wir gehen rein. Wir nehmen zweimal Geld. Wir nehmen wir nehmen dreimal Salvage Points. Wir nehmen einmal die Schadensabdeckung. Ja, das sieht doch gut aus. Das machen wir. Da sitzen wir natürlich genau drüber. Das ist ein bisschen doof, aber das wäre auch mit den kleineren Rahmen tatsächlich der Fall. Und so wie wir sitzen, machen wir am wenigsten vom Mac-Bild kaputt. So. Na dann. Der kriegt jetzt, warte. Der kriegt jetzt hier den Javelin. Genau, also, wir haben einen Javelin, wir haben den Panther, wir haben den Jenner und wir haben den Centurion. Okay, ich glaube, das läuft. Ja. Kann ich hier schon mal drücken, weil wenn er dann fertig prepared hat. Maxfire ready to launch. Genau. Natsch, natsch. Oh, einen Schluck habe ich noch, oh mein Gott. Ja, das war bei mir gerade auch wieder der letzte. Kannst du mir mal die Witch vorbeischicken? Nicht nur ist sie niedlich, die bringt auch Kaffee vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das Attribut niedlich... Oh, ist das hell! Gamma runter, Sonnenbrille auf! Ja, da wird man schneeblind. Du bist ja schneeblind hier. Aber dafür wird es schön kühl, das heißt, ich kann wieder aus allen Rohren feuern! Naja, wenn ich jetzt renne, habe ich schon eine Hitze von 8. Oh, warte mal, lass nochmal hier reingucken. Oh. In der Umgebung mit Wärmesicht heiße Mechs zu sehen, ist halt auch ein Ding, ne? Ja. Oh, die Witch fand das mit dem niedlich doch nicht so schlecht. So. Sie hat mir ein Ohr geschrieben. Was? Alter! Oder den Kaffee-Spawner direkt in den Rächer stellen. Auch das ist eine Option. Okay. So, habt ihr den Mech gesehen schon? Ich bin ordentlich geschreddert, aber ich hab den Mech noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur Panzer. Ist schon wieder ein Urban Mech. Sehr schön. Ich mag das nicht, dass er sich so in meine Richtung gedreht hat. Au. Okay, da liegt er. Ah, du hast schon, okay. Oh. Da macht gerade ein Panzer Sachen kaputt. Ich habe gerade einen Panzer gekillt. Okay. Was ist denn das, was hier so leuchtet? Warum schießt du das weg? Weil wir das wegschießen sollen. Ach so, weil wir Zerstöre die Basis haben. Okay. Stimmt, wir müssen ja alles niederbrennen. Okay, brennen wir mal was nieder. Keep on smashing.
Also ich weiß ja nicht, ob das nicht den Helikopter den Ares-Konventionen irgendwie widerspricht. Wow. Okay, dann renne ich jetzt noch mal kurz durch und dann kümmern wir uns mal um den Mech. Gemeinschaftlich. Die Mechse. Mechse? Mechse, zwei Mechse. Ein Spider. Und scheiße, Emergency Shutdown. Zwei Spider. 9, 9, 9, 9, 9. Okay. Die machen aber gerade Ringelpiez mit Anfassen unten in die Basis. Kantine gibt es wohl, aber Rang 4 so. Habe gerade mal kurz bis dahin gespielt und habe jetzt die Aufträge für die Verbesserung. Ah, okay. New target, Spider. Ah, okay, der ist weg. Okay, ich bleib hier natürlich an der Wand hängen. Achtung, Markus, du steckst gerade richtig ein. Ich weiß. So, das war Bein Nummer 1. Und das ist Bein Nummer 2. Der andere kommt da hinten. Wo ist er denn? Ah, in der Luft. Sorry. Das wäre beinahe ein Death from Above gewesen. Okay. Turret weg. Oh mein Gott, wie viele Mech kommen denn hier noch? Mist. Okay, der ist down. Als nächstes ist hier ein Shadowhawk. Okay. So. Au, 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 au. Der Shadowhawk hat mich ziemlich bös auf dem Visier. Ich guck, ob okay, ich irgendwie hinter die Mauer schaffe. Okay, Mission complete. Rückzug. Ah, Mist. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay. Ah, Mist. Ich habe die AK-10 verloren. Okay. Los, zurück. Bist du schon auf dem Rückweg? Ja, ich stehe hier gerade oben auf dem Felsen und halt aus Distanz drauf. Okay. Ach, guck mal, ich habe schon wieder einen Arm verloren. Das heißt, man muss jetzt wieder den Arm abbauen, die Laser ausbauen und den Arm wieder anbauen, den ich verloren habe. Ja, ist bei mir genau dasselbe. Ich habe die Logik. AK-10 verloren. Das war unschön. Ja, aber da haben wir noch ein paar von. Ja. Alter, da ist noch ein Mech in der Landezone. Vindicator!
Okay. Ja, Markus, aber ich bin schon in der Landezone gewesen, sorry. Ja, du hast uns gut rausgeholt. Alter, gegen den Vindicator. Gegen den Vindicator hätten wir voll abgestunken. Ja, der hätten es jetzt wahrscheinlich so irgendwie zu. Wäre schön zu retten gewesen, so als Salvage. Nein, das glaube ich nicht. You have reached Reputation Rank 5, regular. Sehr schön. Okay. Okay. 1,2 Mülle. Ja, davon werden erstmal 1,8 einfach mal in Reparaturen gehen. Okay, wir haben 20 von 20. Wir kriegen leider den Shadowhawk nicht. Ja. Da haben wir genau 3 Punkte zu wenig für. Können wir vielleicht irgendein 2 Laser einfach abgeben für die Punkte? So. Wir geben hier mal die zwei M-Laser. Genau, was ist der SDR nochmal gewesen? Ich vergesse es wieder. Spider. Spider, so. Ja, ich weiß nicht, ich könnte meinen mitnehmen und verticken, ne? Ja. Möglichst den, der ein bisschen mehr an Wert hat. Ja. Dann wird es der zweite von oben. Ja, ich glaube auch. 14? Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Das heißt, wir nehmen die 2 LSR-10er noch mit. Ja. Okay. Ja, schade. So ein richtiger Shadowhawk wäre schon ein Ding gewesen, ne? Ja, guck mal, der hätte ja am meisten Schaden ausgeteilt, krass. Der hätte sogar eine AK-5 Burstfire gehabt, sogar schon. Ja, das ist der Panther mit der PPK. Ne? Das ist ein Ding. Ich war jetzt irgendwie gerade eher so Flakgeschütz, ne? Ja. Okay. Wir müssen erst einmal reparieren. Ja, und die Rihanna möchte sich mit dir über deinen Ruf unterhalten. Explizit mit dir. Mist, wir haben keine AK-10 mehr. Okay, können wir die irgendwo kaufen? Ja, wenn wir dann weg sind. AK-5. Boah, Alter. Das hätte nicht mehr lang dauern. Also, krass. Okay. Problem, ja. Wir haben keine guten M-Laser mehr. So, haben wir doch gerade eben 4 Stück mitgenommen. Ne, 2 Stück mitgenommen. Ja, ich sehe hier ja tatsächlich 6 Einser M-Laser und 3, also mit Stufe 1 und 3 mit Stufe 2. Aber das ist überhaupt kein Problem. Pass mal auf. Ich lass bin mal schon kurz dabei, die Reparatur. Du machst die Weapon-Upgrades? Ja, wobei ich sehe nur. Doch, da ist noch der andere mit Stufe 2. Dann mache ich eine Stufe 2 und eine Stufe 1 rein. Okay. In jeden Arm, dann ist es ein bisschen verteilt. Okay. Ja, und dann kann er direkt hier daran wieder arbeiten. Pass mal arbeiten. Auf, ich mach mal hier Weapon-Upgrades. Und da los. AMS. So. Und warte mal, Markus, brech noch mal bitte ab. Okay. Brech noch mal kurz ab. Hab ich. 20.000... Wir nehmen hier mal 2, die wir machen. Okay. So. Und jetzt guck mal, ob das mit 2ern und 1ern langt und funktioniert. Hat gerade eben schon gelangt. So. Aber ich gehe nochmal raus. Ich gehe wieder auf Loadout. So, erstmal reparieren den Müll raus. Okay. Wir gehen hier rein, machen hier ein Repair All. Dann nehmen wir hier die AK-10 noch raus, sagen Start Work. Ja, und damit fehlt mir erstmal eine AK-10. Den Jenner machst du, den Panther. Tja, Repair All und auch hier fehlt eine PPK. Das erlauben wir. Ich sehe keine Energiewaffen mehr. Es sind jede Menge Energiewaffen da. Glaube ich hier gerne, ich sehe keine. 5 M-Laser Stufe 1, 5 M-Laser jetzt Stufe 2. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe wohl irgendwas, ich weiß nicht, was ich aktiviert oder deaktiviert habe. Okay. Und den Javelin, kriegen wir den noch ordentlich? So, Repair All. Okay. Okay, was hat jetzt ein Problem? Okay. Sind die schwerer als die normalen? Keine Ahnung. Nö, eigentlich nicht. Soll ich bei dir mal reingucken? Mach doch erstmal einfach ein Repair All.
Ich gehe nochmal raus. Dann okay. Gehe ich in den Loadout und ich sage Repair All. Mhm. So. Jetzt habe ich überall die Einser im Laser. Jetzt ziehe ich die raus. Mhm. Ziehe die Zweier rein. Jawohl. Okay, und jetzt geht's. Warum auch immer. Ach, ich glaube, ich habe irgendwo versehentlich einen Wärmetauscher reingezogen, wo keiner rein sollte. Das wird's gewesen sein. Okay. Ja, Start das work. Kann sein. Go. Okay. Das heißt, wir müssen wieder im Laser sammeln und aufwerten. Jetzt heißt es, wir fliegen zurück zu einer Industriewelt. Okay, hau rein. Okay, das heißt, jetzt können wir hier rausgehen. 6-8, das heißt, das war ein Nullsummenspiel gerade. Zeit für ein Axtbild. So, wir reden erstmal mit Rihanna, damit hier in der Folge auch noch was passiert, was irgendwie storytechnisch uns voranbringt. So, und wir reden mit ihr. New contract just came in, Commander. But before I get to that, I've been digging for more information on the mercenary group that came after us. Black Inferno are a very nasty piece of work. Not that we didn't already know that. By every account, they operate without regard to civilian rights and protection, raiding and pillaging at will. More like pirates than mercenaries. They're also extremely evasive. I see them pop up on the mercenary review board's records from time to time, but not with enough frequency to justify their size, wealth, or sheer power. It also makes tracking their movements extremely difficult. I'll keep searching and see what more I can find. Spears said he'll do the same. Good. We all want our pound of flesh from these bastards. Mm-hmm. So, what about this new contract? Yeah, could be interesting. Seems a group of indentured employees, part of the Apex Mining Syndicate, are being taken advantage of and are suffering under horrendous working conditions. In an attempt to force the syndicate to the bargaining table, the workers want us to inflict some serious damage on two of the syndicate's more critical mining installations. They believe the only language these people understand is the almighty Seabill. It's hard to argue with that logic. Sounds like a noble cause. Maybe, but they're ready and willing to pay for our services, and we could use some more Seabills ourselves. I've filed the mission briefing already. You just need to sign off on the operation and get us where we need to go. Copy that. Okay. Ja, dann können wir uns um ein anderes Problem kümmern. Wie sieht's denn hier aus? Industrieller Knotenpunkt. Da wollen wir erstmal hin. So, wo ist denn dann der... Ah! Catesville. Okay. Catesville. Das heißt, wir fliegen tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Und bewegen uns tatsächlich erstmal nach Kolja. Jawohl. Kurs setzen. Oh, kein Ruckeln. Juhu. Das ist schön. Mhm. Der Hatchetman kommt übrigens noch Angry Again. Den gibt's hier noch gar nicht. So, und jetzt werden wir mal hier in das Equipment gehen. Und werden mal hier... Nee, Mac Market? Nee. Oh, wir könnten hier... einen, ich glaube, das ist ein Hero Mac, den Blackjack holen. Für 4 Mille. Hm. Okay, wir gucken jetzt aber erstmal nach, Purchase. Wir wollen eine PPK. Ja. Die nehmen wir. Okay, und wir brauchen eine AK-10. Die wiegt 12 Tonnen, die wiegt auch 12 Tonnen, die wiegt auch 12 Tonnen. Das heißt, ich würde mal auf eine AK-10 Burstfire wechseln. Okay, ja, ja. Okay. Die darf ich halt nicht verlieren, die ist halt richtig teuer. Und wie Sie sehen, ist nicht mehr viel Kohle übrig. Ja. Wir gucken nochmal. Naja, dann müssen wir halt wieder neue machen, ne? Naja, wir könnten auf jeden Fall schon mal den, wir können ja mal hier in den Verkauf gucken. Wir haben ja hier den Spider. Den wir eh nicht benutzen. Der einen Verkaufspreis von 2 Mille hat. Ja, habe ich gerade auch gesehen.
Weil wir hier in einem Industriebereich sind. Wir dürfen Mechs nicht einfach unterwegs verkaufen. Wir müssen die in einem industriellen Knoten verkaufen. Mhm. Dann geben die auch Kohle. Gute Idee. Okay. Ja. Das heißt, wir verkaufen den Spider. Jawohl. Bestätigen. Und wir könnten auch noch einen Javelin verkaufen, ne? Den kaputten nee, am besten, ne? Nee. Oder haben wir überhaupt noch welche? Ja, ja, wir haben noch 2 Javelins. Ja, dann am besten den kaputten. Aber wir könnten tatsächlich den kaputten Locust verkaufen. Das richtig. Für 1,16 Mille. Ah ja, hau raus, komm. Bestätigen. Der kostet nämlich auch nur Unterhalt. Was haben wir denn jetzt noch, was kaputt ist? Den Firestarter, okay. Den Firestarter, ja. Den verkaufen wir auch, komm. Wir haben den Firestarter raus. Wo ist er? Kaufen. Firestarter. Ja, der ist so zerstört, der bringt halt nur noch 500.000. Aber ja, es frisst ja kein so. Brot. Es frisst ja kein Brot. Okay. So, jetzt haben wir 8,9 Mülle. 9,5 Mülle sogar. Und damit wäre denn der Markus mit einem Blackjack zufrieden? Ja, den müssen wir noch ein bisschen umbauen. Das mit den Flamern gefällt mir nicht. Der Rest ist fein. Okay. Dann. Also fast 5 Mille. Bitteschön, jo. Der Herr. Danke. Dann darf er da mal basteln. Dann gehen wir mal kurz hier ein wenig in die Werkstatt mit dem Kollegen. So, und nehmen wir hier mal erst, den was wir erstmal tun, ist, der kriegt erstmal, der muss erstmal Farbe bekennen. So. Nehmen wir hier hin. Achso, jetzt kann ich an dem gerade nicht bauen, weil der wird noch repariert. An der Tonnage, genau. Der kriegt hier wieder seine. So, dann gehen wir mal ins Loadout. Flamer weg. Der hätte hier tatsächlich. So, ein AMS könnte hier rein. Okay, okay. Du willst dir die PPK einbauen, ne? Nein, die PPK geht gerade in den Panther. Okay. So. Weil der Panther sonst nicht funktioniert. Und in den Centurion geht die AK-10. Brauchst du noch was? Dann kaufen wir noch Equipment. Was hättest du denn gerne? Ich bin am überlegen, ob ich ihm... Naja, ich glaube, ich werde es eher so machen, dass ich ihm jetzt noch ein paar Raketen reinpacke, ein paar SRMs. Okay. Und dann wird er zum Schrot. Mech. Ja, wenn das Spiel mich zumindest lässt, ne? Warte mal, ich kann die Laser auf die Arme umlegen. Mhm. So, wie sieht's jetzt aus? Kann ich jetzt hier irgendwie... ich verstehe diesen Equip-Screen manchmal nicht. Gebe ich ich erkläre es dir ganz kurz. Ich erkläre es dir ganz kurz. So, du hast oben unter zum Beispiel Right Torso, da steht, dass du einen Slot für Energy-Waffen hast. Left Torso, einen für Energy-Slot. Du hast nirgendwo Slots für Raketen. Du hast okay, nirgendwo Slots für Raketen. Dann müssen wir ein bisschen umdisponieren, dann brauchen wir wohl mehr Laser. Es sind noch 5 einfache Medium Laser und ein Doppel Medium Laser da. Und Equipment, wir gucken mal für den Einkauf. Hier werden keine Laser angeboten. So. So, jetzt habe ich noch 43. Ich würde sagen, den Rest sind die Energy Cores. Ich packe noch eine Tonne in Panzerung. Okay. Okay. Der dritte Nachfolgekrieg geht in sein 150. Jahr des offenen Konflikts. Das ist das, worunter die innere Sphäre leidet. So, in der Zeit, in der der Markus das macht, schauen wir uns mal hier die Transmission an. Nobles Unterfangen. Das Syndikat dort verletzt, wo es am meisten zählt, in ihrer Brieftasche, könnte diesen Bergarbeitern genau das nötige Argument verschaffen, das sie brauchen, um bessere Arbeitsbedingungen und möglicherweise eine annähernd faire Bezahlung zu erhalten.
Die Mission ist ein einfaches Rein- und Zuschlagen. Finde die beiden Anlagen und richte so viel Schaden wie möglich an. Erledige das und wir werden ihnen eine Botschaft senden, die sie nicht ignorieren können. Okay. Das nehmen wir an. Dann müssen wir auf die Star Map. Und dann müssen wir nach Kitteswill. Okay. 300.000. Okay. Okay, was haben wir denn hier für... Okay, hier haben wir dann so 11er, 13er Schwierigkeiten. Ja dann, lass mal laufen. Lass noch mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Bar haben. Also eine Kantine, Entschuldigung. Nö, hier nirgendwo eine Kantine. Unser Rang ist gerade 5. Ja. So am Rande. Genau. Das wurde gefragt. Ja, unser Rang ist 5. Hier ist ein es gäbe hier tatsächlich auf Tisho Mingo noch einen seltenen Mech im Angebot. Okay. Die Frage ist nur, ob wir den Unzelrad noch leisten können. Nö. Okay. Wir setzen Kurs. 48 Tage. Das wird teuer. Ja, das ist eine Story-Mission, die wir jetzt machen, oder? Nee, Fanti meint, dass diese Verbesserungen erst kommen, wenn das in der Story freigeschaltet wird. Ach so. Mhm. Das kann natürlich sein. Markus, machen wir eine Überlängenfolge? So zum Abschluss. Ich glaube, wir machen eine Überlängenfolge, hä? So zum Abschluss dieser Aufnahmesession. Ja, wir haben ja jetzt irgendwie viel rumgebastelt und so. Wir wollen ja auch zeigen, was das gebracht hat, oder? Genau. Okay, wieder U-Transmission. Interstellare Expeditionen wollen etwas von uns. Nahegelegene Systeme wurden im Zuge des Marsches des Schwarzen Infernos gefangen. Daher sind sie gefährdet und verletzlich. Die meisten dieser Welten sind einfache Landwirtschafts- und Extrahierungsplaneten. Aber sie bieten immer noch wertvolle Ressourcen, die meine Kunden erwerben wollen. So sagen wir günstigen Preisen. Wenn du gewillt bist, von moralischen Dilemmas abzusehen, möchten wir, dass du uns hilfst, uns die begehrten Vorräte zu schnappen, indem du ein Ablenkungsmanöver inszenierst. Wenn du auf den betroffenen Planeten landest und die Aufmerksamkeit der verbleibenden Verteidiger auf dich ziehst, können wir Bergungstrupps schicken, während du die Einheimischen beschäftigst. Alle wertvollen Dinge, die unsere Teams über das hinausfinden, was wir benötigen, wird deine Bezahlung für diesen Auftrag sein. Wenn es dabei hilft, deinen moralischen Kompass auszurichten, dann sieh den Job nicht als Beihilfe zum Diebstahl an, sondern als beschleunigte Verhandlung. Unsere Kunden benötigen diese Vorräte viel mehr als die Einheimischen. Sie werden ohne sie zwar überleben, aber unsere Kunden nicht. Die Annahme dieses Auftrags wird dazu führen, dass die Unabhängigen ihr Angebot für den Auftrag, die Teile aufheben, zurückzieht. Okay. Dann guck doch mal, was die Teile aufheben bringen würde. Ruf. Toll. Okay, Bauernbündnis. Dies ist ein offener Aufruf an alle Söldner-Commander in der Region. Unsere bescheidene landwirtschaftliche Anlage hat erheblich durch das Schwarze Inferno gelitten. Sie beseitigten unsere mageren Verteidigung mit Leichtigkeit und setzten viele unserer Felder in Brand. Piraten, Räuber, die sich selbst Vogelsvandalen nannten, drangsalierten uns seitdem. Wir klammern uns an das herzlich wenige, was wir hier noch übrig haben. Aber wir haben unsere Geldmittel gebündelt und bieten die ehrlichste Zahlung an, die jeder an jeden Commander, der gewillt ist, unser Zuhause vor diesen Räubern zu schützen. Vertreibe sie von unserem Planeten, damit wir in Frieden leben können. Okay, Markus. Also wir müssen jetzt aussuchen, auf welcher Seite wir sind, ne? Genau. Ja, also ich sag mal, moralisch müssten wir jetzt eigentlich den Bauern helfen. Andererseits, der andere Typ ist ja so irgendwie unser storytechnischer Hauptansprechpartner und den wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt... Verprellen und wer weiß, ob die Bauern überhaupt die Wahrheit sagen. Naja, auf der anderen Seite können wir damit Black Inferno direkt eins auswischen. Black Inferno direkt eins auswischen klingt eigentlich gut, ne? Na, das sind halt die unseren Vater gekillt haben, ne? Ja, dann müssen wir ja eigentlich, ne? Genau. Also wir haben ein Hühnchen mit denen zu rupfen, das müssen wir durchziehen. Das machen wir. Contracts. Die Teile aufheben. Fortsetzen.
Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Wir nehmen Kohle auf Max. 1,4 Mille. Wir nehmen Bergungsteile. 3. Und 3 von 5 und eine Schadensdeckung für 500.000. Okay. Okay, wir kriegen 25% Bonus auf alles. Ja, dann müssen wir uns jetzt aber auch gut schlagen. Warte mal, was ist da mit meinem Mech? Was? Mit meinem Mech ist irgendwas. Mit dem Centurion. Warte. Was ist denn damit? Ist der noch nicht fertig? Weiß ich nicht. Weapons missing for ammo types. Der ist noch nicht fertig. Warte. Hast du den nicht richtig eingestellt? Oh Mist, ich glaube, ich habe ihn nicht richtig eingestellt. Oh Mann. Dann stell nochmal schnell um, oder? Das kannst du ja noch machen. Das dauert halt ein bisschen, ja, ja. Ja, ich habe vergessen, das in Auftrag zu geben. Das sind 3 Tage, das geht. 50-50, passt, okay. Okay. Damit werden wir zurückgehen. Gehen auf den Zeitverlauf. Rüsten den Centurion um. Und gehen in den Missionsschirm. Und da ist bereits alles geladen. Bist du bereit, Markus? Dann jetzt drücke Get Space. Oder schweige für immer. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe einen Haufen Laser drin. Also ich habe nur Laser drin. Beschütze die Garnison. Okay. Ja, aber wo ist sie? Das Ding da hinter uns? Okay. Da steht auch schon das große Schild-Icon dran, also insofern. Tatsache. Okay. Okay. Ah, sehr schön. Ich sehe was. Battlemech, ein Javelin. Okay, du stehst mir im Weg. Und jetzt habe ich ihn verloren. Okay. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Wie war das nochmal mit große Karte aufrufen? Er kommt. Au, voll ins Gesicht. Okay. Okay, der ist hinüber. Oh, 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 oh. Okay, hinter uns. Also Richtung Süden. Und da wird mit Dings drauf geschossen. Okay. Und das war's. Okay, okay. Gut gemacht. Da hinten kommen die nächsten 2 angescheißert. Toll. Gerade mal so gar nicht getroffen. Okay. Okay, das unten. Da vorne kommt wieder ein Mech. Ein Spider. Okay, ich versuche die, na komm schon. So. Auf dem Weg die... Hinter dir ist ein Mech. Ich mach den Spider, mach dir den Rest. Ich hab hier den Zikada. Ja, meine ich, mach den. Mist. Okay, Zikada down. Spider noch nicht. Komme. Okay, jetzt ist er hinüber. Ich glaube, ich habe ihm gerade einen Kopf zerlegt. Okay. Da vorne kommt Panzer. Okay. Auf meiner Seite kommt noch ein Mech. Hinten kommt auch einer.
Kommando. Okay. Entschuldigung, reagieren Sie bitte, wenn ich auf Sie schieße. Der marschiert hier halt einfach durch die Gebäude durch. Ja. Das ist ja auch genau Ihr Job. Jetzt reagiert er. Okay, und da hinten haben wir auch noch einen. Okay. Okay, Markus, ich komme zur Unterstützung. Ja, bitte. Ich krieg hier gerade ein bisschen was. Wobei, es geht noch. So. Okay, Kopftreffer. Nicht durch die Gebäude rennen. Okay. Ja. Ja, toll. Da haben wir uns für den kleinen Mann eingesetzt. Mhm. Sind wir gespannt, was uns das gebracht hat. Mhm. Naja, sieht nicht so aus, als hätten wir richtig fetten Schaden gekriegt. Ja, es sieht auch nicht so aus, als ob wir da richtig fett Kohle rauskriegen, aber... Doch. Ich hatte, glaube ich, eins... Und, okay, 1,3 Mille. Okay, ja, ich will nichts gesagt haben. Ja, ich habe gut verhandelt, mein Freund. Ja, so. Und wir könnten... Wir haben 25 von 25 Punkten. Willst du den Zikada? Das sind halt... Ja, es ist ein 40-Tonner. Den habe ich halt, genau. Den hab ich halt mit der Burstfire richtig, richtig hart rangenommen. Wobei der Jenner, der wäre halt teurer, ne? Ja, okay, wir können auch den Jenner nehmen. Easy to pilot. Okay, pass mal auf, wir nehmen den Zikada. Ja, und es ist tatsächlich, oh mein Gott, es kommt halt echt nicht viel bei rum. Okay, das heißt, wir nehmen den Spider, nee. Weißt du was? Wir nehmen noch den Kommando zum Verkaufen. Mhm. Immer noch 8 Punkte übrig. Nee. SRM, LRM. Wir nehmen den hier. SRM, LRM, die Munition. Und die 2 KSRs. Okay. Okay, läuft. Die Schadensdeckung war 500.000. 91.000 haben wir uns eingeholt. Tja, und da hat der Markus wieder mehr Schaden als ich gemacht. Das ist unglaublich. Du kannst ihn reinsetzen, wohin du willst. Naja, okay. Na gut. Zugegebenermaßen, ich habe diesmal irgendwie mit das Glück gehabt, die waren alle relativ nah. Das heißt, ich konnte ganz entspannt auf den Kopf zielen und dann halt irgendwie mit 6 Lasern reinfeuern. Das hat halt zweimal richtig gut funktioniert. Mhm. Okay, dann machen wir jetzt noch den Panther. Sekunde. Repair all. Ach, reparieren müssen wir. Auftrag geben, genau. Und so viel sollten wir noch zum Abschluss machen. So, repair all. Oh, das war tatsächlich nur Rüstungsschaden beim Javelin. Ja, bei mir ebenfalls. Okay. Das sieht zwar ein bisschen zerbrutzelt aus, aber passt. Mhm. Gut, okay. Dann gehe ich hier mal raus. Ja, also, schön war's. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Aufnahmesession oder in der nächsten Staffel von MechWarrior 5 wieder mit dabei seid. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.